Wenn wir jetzt die Vorteile eines gesunden, sattgrünen Waldes beginnen aufzuzählen, dann würden sich die nachfolgenden Sendungen sicherlich um einiges verschieben. Machen wir es also andersherum. Wo einmal Wald war und keiner mehr ist, geht's dem Boden mies und allen, die einen fruchtbaren Boden brauchen, auch. Also ließ der australische Agrarwissenschaftler Tony Rinaudo in 25 afrikanischen Ländern den Forst wieder wachsen, ohne auch nur einen einzigen kleinen Setzling in die Erde zu stecken. Keine Zauberei, aber eine Mission für die Bäume und die Bauern und eine neue Hoffnung auf Leben. Volker Schlöndorff erzählt in seinem Film Der Waldmacher, der diese Woche in die Kinos kommt, die Geschichte eines besonderen Comebacks. Anna Hahn. So hatte er es sich vorgestellt. Von einem grünen, bewaldeten Afrika träumte der junge australische Agronom Tony Rinaudo, als er 1981 in den Niger kam. Und er tat, was alle taten, die das träumten, er pflanzte Bäume. Doch bei ihm, wie bei den meisten anderen auch, sind die Bäume eingegangen. Junge Menschen, das ist auch heute so, denken, sie könnten die Probleme der Welt über Nacht lösen. Ich bin furchtbar gescheitert. Hier hätte die Geschichte zu Ende sein können, doch bei Tony Rinaudo fängt sie gerade erst an. Er entdeckt, dass die vertrockneten Savannen durchzogen sind von Wurzelwerk, das die Rodung vergangener Jahrzehnte überlebt hat. Durch kluges Beschneiden stärkt er die Pflanzen so, dass die Bäume wieder wachsen. Es hieß, er lasse ganze Wälder wachsen, ohne einen einzigen Baum zu pflanzen. Viele Millionen Hektar Wald in 27 Ländern hat er inzwischen auf diese Weise wieder aufgeforstet und erhielt 2018 dafür den alternativen Nobelpreis. So lernte ihn Volker Schlöndorff kennen. Es hat mich wirklich überrascht, dass, was er ja da seit 20, 30 Jahren macht, schon bereits 6 Millionen Hektar alleine in Niger aufgeforstet, dass das nicht viel bekannter ist. Schlöndorff reist mit Rinaudo nach Afrika, ist nah dabei, wenn der Australier auf alte Weggefährten trifft, sieht, was in den Jahren entstand, ist fasziniert. Ich folge Toni in die entlegensten Dörfer. Da die Bevölkerung kein Vertrauen in ihre Regierungen hat, macht er lieber denen seine Aufwartung, die auf dem Lande das Sagen haben. Die Dorfältesten, die Marabus, die Lokalfürsten. Das ist einfach ein Mensch, der sehr viel Leidenschaft entwickelt, auch für andere Menschen. Und der auch in der größten Notlage immer hoffnungsvoll bleibt. Und eigentlich, was Toni sozusagen bewirkt, ist die Restaurierung nicht der Böden, sondern der Hoffnung. Er gibt den Leuten ihre Würde zurück. Der Film ist eine Hommage an diese Menschen, an ihr Leben, ihre Welt. Schlöndorff zeigt Afrika in schönen Bildern, sehr ästhetisch. Die Probleme spricht Tony Rinaudo offen an. Armut, Hunger, zu schnelles Bevölkerungswachstum. Doch sein hoffnungsvoller Blick prägt den Film. Ich bin letztlich davon überzeugt, dass Afrika mit den richtigen Produktionsmethoden ganz leicht die Welt ernähren könnte. Yes, of course. Tony Rinaudo ist vielleicht wirklich einer der Menschen, die die Welt besser machen.